So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Spieltag Nummer 3 der GPL mit den Glorious Emperors. Heute geht es ran gegen den lieben Mindtube und sein Team Triolo Tree. Das heißt also, uns erwartet ganz, ganz viel Eier-Action. Nee, Spaß, Coco hat er nicht im Team. Ist nur sein Signature. Aber dennoch hat der liebe Mindtube ein äußerst gutes Team. Und wir sind aber trotzdem auf einer 2-Win-Streak zum Saisonanfang. Das ist perfekt. Ich will heute natürlich, wenn es geht, den Hattrick komplett machen. Und dafür habe ich mir einige interessante Sets ausgedacht für diesen Kampf. Und mal gucken, ob die klappen. Könnte natürlich ganz weit nach hinten losgehen. Aber wir könnten da auch richtig, richtig gut von profitieren. Mal gucken, ist halt die GPL, alles ist möglich. Und ohne große rumzureden, fordern wir den lieben Mindtube einfach mal heraus zu einem Kampf. Ja, wie gesagt, Mindtube hat die letzten beiden Spieltage auch gewonnen, die ersten beiden. Und er ist in der Tabelle, glaube ich, mit einem Punkt Differenz in der KD, also Kill Death, ne, Ratio, ist der vor uns. Und das heißt, wir könnten heute einen aktuellen Konkurrenten mit 3 Punkten davonziehen. Und das wollen wir natürlich, wenn es geht, heute auf jeden Fall erreichen. Ich werde das Beste geben und hier an dieser Stelle nochmal, wenn ihr dieses krasse Glorious Emperors Merch wollt, guckt in die Beschreibung. Link ist da auf jeden Fall drin. Da werdet ihr definitiv, ja, euren Spaß haben. Naja, ich zeige euch einfach mal, was ich dabei habe. Das ist einfach mal meine Pokémon-Liste, genau. Ich zeige euch die einfach mal jetzt gleich mal am Anfang, bevor wir eben gleich Stress bekommen werden. Ich habe dabei mein Empoleon. Da haben wir es, Empoleon, Bonaparte. Ja. Set ist eigentlich fast gleich geblieben, sehe ich hier gerade. Oh, eigentlich wollte ich Eisstrahl draufpacken. Jetzt habe ich Abschlag drauf. Ich bin aber ehrlich gesagt auch zu faul, das zu korrigieren. Na, Abschlag sollte klappen. Na, wie gesagt, wir haben jetzt auf jeden Fall Bonaparte. Abschlag sollte auch nicht so schlecht sein. Ich habe sowieso überlegt, Eisstrahl oder hier Abschlag. Sind, glaube ich, beide gar nicht mal so bad. Da habe ich noch dabei Stone Cold in einem sehr exotischen Set. Dazu kommen wir aber später. Wir haben dabei Pixie. Pixie ist in diesem Matchup auch wieder eine unserer Win-Conditions. Wir haben Knackrack dabei, dieses Mal ein Sword Dance Knackrack mit der Kiroya-Beere, das ist die Anti-Eis-Beere. Dazu kommen wir wahrscheinlich auch später. Wir haben ein spezielles Pixie. Was ist da los? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe in der Team-Preview gesehen, dass es ganz gut klappen kann. Deswegen versuchen wir heute ein spezielles Embor mit dem Lebensorb als Item. Was ich natürlich auch wieder mit von der Partie, heute wieder mit Double Spore, weil das ganz gut gegen sein Team ist. Hat halt keinen Cleric außer Audino. Und das war's mit unserem Team, Leute. Diese 6 Pokémon sollen uns heute richten. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, dass wir heute eventuell auch auf Rosana zurückgreifen können. Aber er hat dann halt viel zu große Threats, die Rosana mit einem Schlag besiegen können. Er zum Beispiel, das Pokémon-Team der gegnerischen Seite kann nicht zum Kampf herausgefordert werden. Scheint so, als hätte da jemand einen Fehler beim Jennen gemacht. Ich bin mir da nicht sicher. Ich werde, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal kurz einen Cut setzen. Okay, Leute, da sind wir wieder zu einer weiteren... Ja, ihr wisst schon was. Zu einem weiteren Versuch eines GPL-Cups gegen den lieben Mindtube. Wir sehen mittlerweile sein Team. Es hat wohl an seinen Darticness gelegen und... ja, ich weiß nicht, ne? Ich will ihn jetzt natürlich jetzt auch nichts unterstellen oder so. Das hinterlässt aber immer so einen leicht fadigen Beigeschmack, vor allen Dingen, weil er beim Testen jetzt auch mein Team gesehen hat und so. Und hofft er einfach mal, dass er ganz so ehrlich ist und normal spielt jetzt. Das sind auf jeden Fall die Pokémon, mit denen ich teilweise gerechnet habe, teilweise nicht. Aber das ist eigentlich voll okay gerade. Darticness ist so solid, da habe ich viele Outs gegen. Darticness muss er mitnehmen, weil sonst Pixie durchgeht. Bonaparte. Ich glaube, ich nutze die Situation und leade auch gleich straight mit meinem. Das ist schwierig. Ich will eigentlich die Rocks rauskriegen. Ich glaube, ich werde tatsächlich jetzt mit meinem Pixie leaden. Das ist ziemlich solid gerade. Ich meine, was will er denn dagegen groß machen? Gute Frage. Wenn er Nectric leadet, dann geht er eh raus. Victini bleibt da. Ja, Victini wäre ein Problem. Ah, es wird schon aufgehen. Es wird schon aufgehen. Hoffe ich jedenfalls. Wie gesagt, ich habe ein ungutes Gefühl, nachdem ich das Team jetzt gerade gesehen habe. Das ist leider nicht ganz so das, womit ich gerechnet habe. Ich hätte jetzt... ich hatte die Wahl. Entweder ich rechne mit einem defensiven Team von ihnen oder mit einem offensiven. Ich hoffe, jetzt er liiert nicht mit Victini. Tori ist nicht Victini.
Hat? Das Ding kann einen Spitznamen tragen. Okay. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass das Ding einen Spitznamen tragen kann. Jetzt haben wir die Wahl. Entweder wir rechnen jetzt mit einem U-Turn seinerseits. Oder aber mit was anderem. Frage ist mit was. Also das Gute ist, wenn der Skorgler raus ist, da haben wir einen ganz guten Vorteil. Skorgler ist nämlich ein Problem für mein Team. Er hat auch nicht das Conkeldurr dabei. Das ist sehr gut für Stone Cold. Der profitiert nämlich davon, dass das Ding nicht dabei ist. Aber er hat auch Stalos ist nicht dabei. Damit hätte ich jetzt eigentlich auch gerechnet. Ich gucke nochmal die Liste durch. Habe ich jetzt ganz vergessen. Er hat nicht dabei. Conkeldurr hat er nicht dabei. Er hat Tangolos nicht dabei. Pelipper, Stalos und Audino. Das ist okay soweit. Ich habe sowieso nicht mit Audino gerechnet. Das heißt aber auch, er hat keinen Cleric. Okay, wir können jetzt Risky spielen. Oder auch nicht. Risky Play wäre... Ich habe einen Sucker... Choice Bandit Sucker Punch ist ein K.O. Er weiß, dass ich wahrscheinlich letzte Season... letzte Woche... Na... Ich glaube, ich gehe hier straight für einen Sucker Punch. Oder er hat die Colbo Berry drauf. Ist ein Problem. Ist leider gerade nicht so einfach. Ich gehe einfach auf Bonaparte. Gucken wir mal, was er macht. Er geht raus, er hat Angst vor einem Sucker Punch. Das zeigt mir jetzt eigentlich nur, dass er nicht Cowboy drauf hat. Und geht auf Zungi. Zungi ist... Ah, wäre ich drin geblieben. Ich habe ja die HP Ice drauf, das weiß er nicht. Trotzdem ist das gerade ein Switch, für, der für uns ziemlich gut ist, weil er hat keinen richtigen Switch-In auf... hier. Bonaparte. Earthquake von einem Gligar tanken wir auch eigentlich ziemlich gut. Mit Siedewasser bzw. Eisbeam können wir ihn rausthreaten. Ich gehe jetzt einfach für Eisabschlag. Das ist, glaube ich, der beste Play hier. Er greift jetzt sowieso mit Kehrtwende an, das ist super. Ich meine, warum soll ich Angst vor einer Kehrtwende haben? Alles easy peasy. Okay, Kehrtwende kommen raus. Das ist gut. Jetzt rechnet, holt er wahrscheinlich sein Mega Manectric wäre eine Option. Oder er wechselt in sein... Oh, das ist Mega Manectric, ne? Schade. Das ist ärgerlich, dass ich jetzt hier auf Abschlag geklickt habe. Ich hätte die Rocks rausbekommen können oder so. Das ist aber ganz cool. Ich glaube, ich gehe hier eiskalt einfach auf meinen Garchomp. Ich habe ja auch die Yache Berry drauf. Das heißt, wenn er predicted, kriegen wir das ganz gut hin. World Switch tanken wir in der Regel sowieso. Wenn ich rauswechsle, die Mega-Entwicklung kam davor, ne? Oder ich bleibe einfach straight drin und gehe auf Siedewasser. Schwierig, schwierig. Ein Volt Switch überlebe ich auf jeden Fall. Könnte die Rocks rausbekommen. Rocks sind wichtig gegen sein Team. Rocks sind da ziemlich gut. Und ich muss ehrlich sein. Ich will eigentlich Titan schnell draußen haben. Ah, das ist ärgerlich, weil ich die Game Mechanics nicht gerade im Kopf habe. Ich bin heute nicht bei 100%, muss ich gestehen. Wenn er jetzt auf HP Ice geht, ist es top. Wenn er auf Volt Switch geht, womit ich eigentlich rechne, ist es auch top. Wobei entscheidet er sich, er geht auf Toxin. Oh, da hat er overpredicted, der Boy. Toxin, das ist gut, dass wir jetzt wissen, dass er Toxin drauf spielt. Das ist, um ehrlich zu sein, sogar perfekt. Weil, naja. Da hat er ein bisschen overpredicted. Wollte mich wahrscheinlich beim Switchen erwischen. Und wir wissen, er hat Toxin drauf. Wenn er Toxin drauf hat, hat er einen Move nicht drauf. Flammenwurf wahrscheinlich, weil Flammenwurf nicht ganz so stark gegen mein Team ist. Ja, ich kann mir hier ziemlich gut Flammenwurf vorstellen. Vielleicht overpredigt er jetzt wieder und geht auf die HP Ice. Das ist immer eine sehr lästige Situation. Wenn er jetzt overpredigt, weil ich muss nochmal nachkalken, Leute. Wir haben die Rocks draußen, das ist perfekt. Da Tignis, Victini können jetzt nicht mehr so safe reinswitchen. Ich muss ganz kurz gucken, Guys. Ich weiß, viele mögen das Kerken nicht, aber das Kerken ist in der GPL überlebenswichtig, weil du musst halt alles Mögliche im Kopf haben und du kannst nicht alles Mögliche von dir aus im Kopf haben. Das ist super, dass wir Titanstein draußen haben. Wir überleben auf jeden Fall einen Angriff, das weiß ich. Wir sind, ja, Thunderbolt überleben wir, Volt Switch überleben wir. Ich gehe einfach straight auf den Siedewasser. Wenn ihr jetzt HP Ice benutzt, perfekt, schade. Wir kriegen dadurch jetzt auch eine Menge Schaden. Wir sehen aber jetzt auch anhand des Schadens, er hat ein mäßiges Wesen.
Er hat höchstwahrscheinlich ein mäßiges Wesen. Das ist für uns natürlich ziemlich gut, dass wir das jetzt wissen. Aber jetzt ist auch kein wirklichen Safe Switch. Er kann Gligar nicht reinholen, um die Rocks rauszuhauen. Ansonsten werden wir Gligar einfach besiegen. Er müsste, glaube ich, jetzt auf Hydreigon gehen. Das wäre für mich ein super Switch. Ich wüsste nicht, was ich vor Hydreigon zu befürchten habe in einem Special Defensive Impoleon. Ja, ich bin zufrieden. Wenn Cobalion reinkommt, riskiert er geburnt zu werden. Also wir haben hier jetzt auf jeden Fall einen Vorteil, ziemlich großen Vorteil. Rocks liegen halt, wie gesagt, auch. Ich kann mich nicht beschweren. So, sieh dir, was er kommt, sieh dir, was er trifft, sieh dir, was er burnt, Fragezeichen. Sieh dir, was er burnt bei mir. No fucking way. Okay, wir sehen hier keine Leftovers. Das Victini ist wahrscheinlich... Na, ich weiß, was das Victini ist. Victini kann gebändet sein. Unser bester Switch wäre jetzt eigentlich auf Pixie zu gehen. Oder auf Stone Cold. Wenn Focus Blast kommt, tut das schon echt weh. Aber wir haben ja schon gesehen, er hat so einen krassen Volt-Turn-Core. Wir haben gesehen, er hat Kehrtwende auf Gligar. Er spielt auch Volt-Switch. Er spielt wahrscheinlich Kehrtwende auf dem Victini. Er spielt Volt-Turn, also Volt-Switch auf dein Cobalion. Vielleicht sogar U-Turn auf seinem Darthignis. Also ein richtig krasser Volt-Turn-Core. Mit dem er halt sich halt immer Momentum holen will. Das ist jetzt gerade echt interessant. Wir können drin bleiben. Dann riskieren wir aber, dass unser Magtrick besiegt wird. Aber wenn Apollyon ist sowieso nicht so übertrieben wichtig in dem Matchup. Vor allen Dingen jetzt angeschlagen. Draco Tank Superpower wie eine Option. Aber wenn wir jetzt auf Pixie gehen. Das ist ultra gut für uns. Aber ich rechne jetzt eigentlich so, um ehrlich zu sein, mit einer Kehrtwende. Ich rechne gerade ehrlich gesagt mit einer Kehrtwende. Deswegen bleibe ich straight drin. Also, das war sehr obvious gespielt. Jetzt können wir nämlich auch gucken, was das Hydreigon für ein Item hat. Life Orb? Kein Life Orb. Könnte also Specs sein. Der ist sogar so gebandet. Tja, Leute, das ist aber gerade ziemlich gut. Wir outplayen ihn hier auf höchstem Level. Der Volt Turn Core, der ist mir jetzt gerade total egal. Und wir haben immer noch Pokémon, die alle fit sind. Wir haben die Tarnsteine draus. Ich meine, er kann Victini da Tignis nicht reinwechseln. Er muss jetzt eventuell sogar irgendwas mehr oder weniger sacken. Vielleicht kriege ich ja jetzt mal ein Siedewasser-Burn. 30% Chance. Game? Wärst du so nett? Für die Glorious Emperors. Bolt kommt wieder rein. Das ist super. Ey, wenn das Minectric weg ist, das wäre so gut. So, jetzt gibt es nämlich erstmal Bedrohung. Ist okay. Siedewasser wird jetzt aber unglaublich viel Damage drücken. Sind wir jetzt sogar nicht schon in Sturzbach-Range? Das wäre jetzt optimal. Herrlich, Burn. Alter, Leute, ohne Witz. Das ist doch langsam ridiculous. Wir waren sogar in... Sturzbach-Range, ne? Oder wir waren ganz knapp nicht in Sturzbach-Range. Ich glaube, wir waren ganz knapp nicht in Sturzbach-Range. Schade. Der wird safe spielen. Der wird sie jetzt safe spielen und 100 pro auf Bolt Switch gehen, weil er weiß, das nimmt nicht raus. Ja, Garchomp überlebt auf jeden Fall. HP Ice. Vielleicht denkt er sich jetzt auch... Nee, rein psychologisch gesehen muss er jetzt eigentlich safe spielen. Weil er jetzt weiß, oh shit, das ist eine unangenehme Situation, in der ich mich befinde. Und deswegen wird er auf Volt Switch gehen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt haben wir die Option. HBIs überleben wir, das wissen wir. Er wird aber wahrscheinlich jetzt Gligar reinholen, weil Gligar ziemlich gut ist gegen meinen Garchomp. Falls er das tut, können wir das aber natürlich wieder predicten. Womit das Predict-Game wieder losgeht. Könnte auf Pixshow gehen. Eigentlich muss Gligar jetzt rein. Also, er hat zwei Optionen. A, er geht straight auf HP Ice, weil er jetzt weiß, Bolt brauche ich eh nicht mehr. Oder B, er geht auf Gligar. Ich persönlich rechne mit Option B. Deswegen gehen wir jetzt in Pixshow. Geht er straight auf Gligar? Das wäre super. Okay, sofern er kein Investment hat, sind wir schneller als Gligar. Müssen wir mal nachkelken, weil das halt ein besonderes Set ist, was ich spiele. Ich spiele Modest, ich habe aber auch den Sucker Punch drauf. Sucker Punch eigentlich wirklich nur für Victini gedacht. So, jetzt denkt er sich wahrscheinlich so, was macht der Rigi da? Denkt er sich so, was macht der Banger da? Ist der Banger komplett besoffen?
Der hatte Angst vor Skald. Jetzt wird er kerken. Ja, Skald tank ich, würde er sich jetzt denken. Wait a sec. Wenn er Speed Investment hat, ist scheiße. Jetzt sind wir nämlich langsamer. Und eventuell hat er sogar Speed Investment. Das könnte ich mir gut vorstellen bei ihm. Ich habe jetzt nämlich nur so viel investiert, dass ich schneller bin als ein uninvestiertes Gligar. Ist vielleicht schlecht gewesen. Das ist vielleicht wirklich sehr schlecht gewesen. Ich meine, ich habe den Wechsel predicted. Uns geht es immer noch super. Tarnsteine liegen. Er wechselt die ganze Zeit rum. Kriegt Schaden. HP Ice ist ab der Range ein Wanted KO. Ich gehe straight auf HP Ice. Sind wir schneller. Yes! Hat der Special Investment. Hat er. Er ist speziell defensiv. Oh Gott. Oh Gott, jetzt hat er die Rocks wegbekommen. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Ah, da habe ich mich echt gefreut gerade. Und dann passiert das. Ah! Aber wir können die Rocks immer noch rauslegen. Wir haben ein gutes Matchup gegen Hydreigon, Dartignis. Verzeihung. Wir können die Rocks immer noch gut rausbekommen. Ich gehe hier jetzt sogar auf einen Flammenwurf. Ja, das mache ich. Ich gehe jetzt einfach auf den Flammenwurf. Und mit dem Flammenwurf nehmen wir das Zungi aus dem Spiel. Schade! Er hat Spezialverteidigungsinvestment drauf oder spielt ein plus Spezialverteidigungswesen. Er hat auf jeden Fall Investment in der Spezialverteidigung drauf. Wir haben jetzt aber seinen Defogger raus. Das ist super für uns. Das ist wirklich sehr gut für uns. Ich fühle mich immer noch sehr gut, was das Matchup anbelangt. Wir haben so viel Schaden an das Manectric gemacht. Wir haben so viel Schaden. Wir haben jetzt ein bisschen gescoutet, was das für Sets sind bei seinem Pokémon. Er hat kein Pokémon mit Auflockern mehr. Aber wir müssen immer noch die Rocks irgendwie versuchen rauszubekommen. Wir haben die Gelegenheit, die Rocks gegen Dartignis bzw. Hydreigon rauszubekommen. Und er hat jetzt schon so viel durch die ganzen Kehrtwende-Faxen verloren, dass er jetzt wahrscheinlich rein psychologisch gesehen denkt, shit, wir haben das erste Pokémon verloren. Ich muss hier jetzt ein bisschen was machen. Das heißt, wir sind so gesehen gerade sogar psychologisch gesehen im Vorteil. Ich weiß, viele werden sich jetzt denken, halt dein Maul, Regi, was laberst du da psychologisch? Hast du Psychologie studiert? Was laberst du? Wenn sich das einige denken, ne? Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich mache das jetzt gerade nur, um mich ein bisschen zu motivieren. Aber das ist egal. Wir sind immer noch ganz gut dabei. Okay, Hydreigon kommt. Wie gesagt, er wird hier eigentlich nicht overpredicten dürfen. Vielleicht kommt jetzt eine Flash Cannon. Vielleicht kommt jetzt ein Draco Meteor. Oder ein Focus Blast. Oder es kommt wieder eine Kehrtwende. Bitte, ich gehe kein Risiko ein. Ich werde jetzt einfach straight rauswechseln. Vielleicht ist auch Expert Belt Hydreigon. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Vielleicht geht er jetzt auch wirklich immer noch auf Kehrtwende. Da hat er aber Balls of Steel. Der hat echt krasse Balls of Steel, der Boy. Ich gehe halt wieder auf Empoleon. Da holt sich die Switch Advantage. Ich will aber die Tarnsteine immer noch rauskriegen. Ich will die Tarnsteine immer noch rauskriegen. Die Tarnsteine, wenn ich die jetzt einmal draußen habe, bleiben die halt liegen. Und das ist gut. Kann die Tarnsteine immer noch gut gegen Hydreigon rausbekommen? Ich weiß nicht, was das für ein Hydreigon ist. Hartmut. Hartmut ist. Okay. Vor dem Ding habe ich nicht so große Angst. Streng genommen müsste ich jetzt direkt auf Basic gehen. Ich lege aber erstmal die Tarnsteine raus. Vielleicht haut er wieder einen Voltswitch raus. Weil er halt meinen Wechsel auf Basic predicted. Oder er zieht sich hoch. Oder er legt selber seine Rocks raus. Aber er geht direkt auf Nahkampf. Okay.
Ja, hätte ich predikten können. Hätte ich predikten können, ist klar. Habe ich nicht gemacht. Das ist aber auch in Ordnung. Das ist okay. Ich hole jetzt nämlich Buzzy rein. Wie gesagt, wir spielen Buzzy mit Double Spore. Und bei seinen restlichen Pokémon, alle seine restlichen Pokémon sind relativ schnell. Ich will jetzt auf jeden Fall irgendwas hier schlafen schicken. Hat er die Google Glasses drauf? Das ist ja gerade der Wall Switch, okay. Mhm. Dieses Mal habe ich nicht die Kraftreserve Pflanze drauf. Aber er hat den Wall Switch drauf, das haben wir gut predicted. Ah, ich hätte mal ein Dings saven können. Es kommt Bolt. Sackt er das Ding? Ich weiß es nicht. Er könnte das Ding jetzt sacken, aber das Ding schläft jetzt auf jeden Fall. Vielleicht sieht ihr jetzt auch einfach ein, dass es gar nicht mehr so viel macht in dem Matchup. Und wir können es dann halt chillig rausnehmen. Keine Ahnung. Weil ich habe immer noch die Kraftreserve drauf. Was ist das? Das wollte ich nicht. Das. Na, ah, das war nicht so ge. Was? Mann, ich wollte eigentlich die Matschbombe drauf haben. Was ist das? Alter, ich habe eigentlich die Matschbombe drauf gehabt. Ah, das passiert, wenn man ein Team in der Eile macht. Ich habe eigentlich die Matschbombe drauf gehabt. Ah, ich kann jetzt overpredicten, dass er jetzt wieder rauswechselt. Aber in was denn? Ja, er wird auf jeden Fall wieder rauswechseln. Sehr gut. Ich bin hier auf Stachelspore gegangen. Das heißt, die Stachelspore muss jetzt treffen. Tori ist das wie... Oh! Oh! Yes! Double Spore, das Ding ist paralysiert. Victini ist verkrüppelt, wenn man es so sagen darf. Er hat jetzt ein schlafendes Pokémon, ein vergiftetes Pokémon, ein paralysiertes Pokémon. I like that. So, was wird der gute alte Mindtyp jetzt machen? Kehrtwende, einfach Damage drauf, Feuer frei. Wofür entscheidet der Bub sich? Oder er kehrtwendet sich raus. Hat er Glaciate drauf? Er hat auf jeden Fall Kehrtwende drauf. Er hat Glaciate, glaube ich, nicht drauf. Und selbst wenn, dann haben wir die Yacheberry. Vielleicht kriegen wir jetzt die Fullpaare, das wäre super. Wir sind halt auf jeden Fall jetzt schneller als das Victini. Da kommt die Fullpaare perfekt. Dafür ist die Stachelspore teilweise auch da. Parahexen können wir auch. Ja, Erdbeben oder Schwertanz? Wenn er Scarf Hydreigon hat, ist das super für ihn. Ich kann jetzt auf Schwertanz drücken. Wenn ich auf Schwertanz drücke, sind wir gut dabei. Falls auf Darkness geht. Ich gehe auf Drachenklau, dann sind wir gut dabei, wenn er auf Hydreigon geht. Ich glaube, Drachenklau ist hier der beste Play überhaupt. Oder er Sektori. Wird er wahrscheinlich nicht machen. Nein, er bleibt drin. Hat er etwa Glaciate im Set? Er Glaciate drin. Aber wir haben die Yacheberry, das heißt, wir tanken das. Schade eigentlich. Das heißt, wir verlieren unsere... Das macht sowieso kaum Damage. Aber wir sind langsamer geworden. Das könnte in der Tat ein Problem sein. Das ist Scarf. Das ist sicher Scarf, das Ding. Das ist safe Scarf. Wisst ihr, ich nutze jetzt die Gelegenheit und gehe hinterm Sub. Falls jetzt wieder auf Eiszeit geht, womit ich rechne. Wir können noch den Sandschirm rausholen, was ein Vorteil ist. Da kommt die Eiszeit, das ist egal. Das ist mir Wayne. Das macht sowieso kaum Schaden auf mir. Auf mich. Eis werden können wir nicht. Das ist super. Aber ich kriege jetzt einen Sub raus. Und wenn ich hinterm Sub bin, fühle ich mich safe. Da fühle ich mich sicher. Und damit wird er wahrscheinlich nicht rechnen. Vielleicht rechnet er mit Pursuit oder so. Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal hinter den Delegator. Na, ist okay. Wir können jetzt so lange auf Sub gehen, bis wir, bis er die Fullpara bekommt, beziehungsweise Mist. Das ist eigentlich eine Situation, die er schwer gewinnen kann. Wirklich sehr schwer. Okay. Wobei Missen ist schwierig, weil er dieses Genauigkeitsgedöns da hat.
Aber selbst dann trifft er, glaube ich, einen Fokusstoß nicht immer safe. Da ist die Full-Para, perfekt. Da muss man halt mit rechnen, mit Para und das. Aber es ist ja nicht Scarf. Das heißt, das ist wahrscheinlich Scarf Hydreigon. Das müsste Scarf Hydreigon sein. Und die Finsteraura, das müsste das Victini rausnehmen, weil wir auch noch einen Experten drauf haben. Stone Cold Steve Austin! Bam! Stone Cold Stunner! Sorry, das musste gerade raus. Das musste gerade raus. Victini ist weg. Huge Threat ist raus. Das Problem ist, es muss eigentlich was für Dark Tignes keepen. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Out für Dark Tignes. Das heißt, ich darf Stone Cold auf jeden Fall nicht einfach so opfern. Wir werden das Ding definitiv benötigen. Ich habe, by the way, Mega Bibon nicht dabei, ne? Weil er einfach zu viel Hate dagegen hat in Form von Dark Tignes und ein paar anderen Faxen. Focus Punch kommt jetzt sehr gut durch. Focus Punch kommt jetzt sehr gut durch. So, das heißt. Und das ist okay. Ich glaube, er wird Kehrtwenden. Ja, er wird wahrscheinlich Kehrtwenden. Revealen wir dann Power Punch? Ich reveal dir Power Punch. Yep. Okay, Kehrtwende. Ja, ist okay. Das ist ein Problem. Der geht jetzt wahrscheinlich. Reicht das überhaupt aus? Es reicht leider aus, den Negator zu zerstören. Schade. Wird jetzt wahrscheinlich sein Manectric sacken. Was aber vollkommen okay für mich ist. That's fine by me. Ja, auf Talon. Oh, das ist auch super. Das ist auch super. Das kriegt jetzt auf jeden Fall ein bisschen Damage. Bisschen ist, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein bisschen. Er wird aber Kehrtwenden, ne? Gebe ich ihm hier das Momentum? Er wird Kehrtwenden. Okay, ich muss überlegen. Das Dartignis könnte mich eventuell kaputt machen. Vor allen Dingen, weil ich jetzt nicht die Matschbombe auf Basis habe, weswegen auch immer. Das ist so blöd. Kehrtwende wird mich hier rausnehmen. Wie schade macht Kehrtwende, das muss ich jetzt kerken. Ich habe 200 HP Investment. Gegen Fletch. Wie ist das? Fletch? Fletchinder, ne? Fletchinder. 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 U-Turn. 22-26% tanken wir auf jeden Fall. U-Turn auf Gubalion? Fragezeichen. Wahrscheinlich, deswegen Eisstrahl. Ne, Hard-Switch sogar raus. Auf Gobalion, ne? Das ist gut. Yep, auf Hard-Mode, das ist Gobalion. Das ist wirklich sehr gut. Weil ich wollte ihm nicht den Redlichkeitsboost geben. Das wäre alles andere als gut. Freezen wir? Wer wird jetzt freeze? Wir haben jetzt einen potenziellen Fokus-Sash zerstört. Basi ist noch eine ganz gute Win-Condition in dem Match. Ich gehe jetzt aber auch einfach auf Basi raus. Ich will jetzt Stone Cold nicht sacken. Stone Cold ist wichtig für das Dartignis. Der Eisenschild ist okay. Wir sind physisch defensiv, das tanken wir. Das tanken wir sogar ziemlich gut. Ich kann jetzt aber nochmal munterfröhlich auf eine weitere Stachelspore gehen. Vielleicht sackt ihr jetzt sein Mega Manectric. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Dann können wir aber wieder ein Pokémon von ihm einschläfern. Also, ohne Witz, Leute, Immungus ist schon ein sickes Pokémon. Er geht auf Talon, kriegen wir das auch paralysiert. Paralyse, here we go. Deswegen sage ich, Leute, Double Spore war schon in der ersten Generation auf Kokobai. So gut. Kokobai, deswegen wären wir jetzt auch bei Triolotree, ne? Es war so gut. Und es ist weiterhin immer noch top. Nice. Das Ding ist paralysiert. Schade natürlich, dass wir jetzt nicht Matschbombe drauf haben. Matschbombe wäre jetzt ultra gut. Haben wir leider nicht drauf. Das ist schade.
Ich könnte jetzt auf Doom gehen. Weil Doom jetzt das 1 gegen 1 gegen das Ding gewinnt. Doom ist by the way mein Pixie, ne? Ah, er geht sogar auf Schwertanz. Das ist echt gefährlich. Das ist echt blöd, dass wir nicht Matschmangel drauf haben. Wie gesagt. Fletchen, der wird noch böse. Jetzt kommt die plus 2 Akrobatik? Fragezeichen. Weiß nicht, ist wieder paralysiert. Das heißt, wir können jetzt wieder mit einer Fullpower oder so. Es ist wirklich ärgerlich, Leute. Ich gebe es zu, es ist wirklich ärgerlich, aber. Ja, Paralyse ist halt strong. Was soll man machen? Es tut mir echt leid. Teilweise. Ja, wir gehen auf Eistrahl. Sollte auch Tellen guten Damage machen. Ich kann halt seinem Kobalium nicht den Redlichkeitsboost geben. Kriegen wir hin. Sieht gerade sehr gut aus für uns. Er geht auch raus. Wahrscheinlich wieder auf Kobalion. Ja, Partmut. Aber das kriegt jetzt auch die ganze Zeit weiter Schaden. Das ist okay. So, die Eistrahl. Freeze! Rip. No Freeze, Hex! Okay, ja, wir gehen wieder auf Buzzy. Vielleicht stapelt er jetzt raus. Ah, aber halt keinen Matschbombe drauf, das wäre so gut. Weil er nicht mal rausstapeln muss, ne? Könnte jetzt auch Volt Switch benutzen. Ja, Volt Switch wäre gut für ihn. Er hat halt noch sein Hydreigon. Da ist natürlich Doom ziemlich gut. Ich gehe einfach auf Basi. Ich könnte jetzt einen Volt Switch predicten, der wahrscheinlich auch kommen wird. Aber ich will hier nichts riskieren. Wir sind in so einer guten Situation. Ja, da kommt sogar der Eisenschädel, das ist gut. Da denken wir halt wieder weg, als wäre das nichts. Vielleicht kriegen wir auch Hartmut paralysiert. World Switch auf der Artignis. Okay, World Switch auf der Artignis. Ist okay. Bei jedes bisschen Residual Damage auf dem Dartignus ist super. Super. Ja, das ist so scheiße, dass ich nicht die Matschbombe habe, ne? Die Matschbombe hätte uns hier in dem 1 gehen. Ja, eigentlich, Leute, eigentlich sollte die Matschbombe drauf. Eigentlich sollte die Matschbombe auf jeden Fall drauf. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Das ist. Zum verrückt werden. Okay. Ja, wieder auf Stone Cold. Vielleicht roostet er sich hoch. Wenn er sich hoch roostet, dann ist das gut für ihn. Oder er hat nicht die Kehrtwende drauf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da wird ihn Feuer move. Er hat die Kehrtwende drauf. Wow. Habe ich, um ehrlich zu sein, jetzt gerade wirklich nicht mitgerechnet, dass er hier die Kehrtwende mitnimmt. Respekt! Ich hätte mit der Kehrtwende wirklich nicht gerechnet, weil er hat jetzt Schwertanz, Kehrtwende, dann fehlt ihm ein Feuermove. Oder er hat keinen Roost. Ist natürlich auch nicht schlecht. Der Sandsturm legt sich. Ja, ich will ihm jetzt hier nicht das Momentum geben. Eisstrahlung, go. Haben wir als Stone Cold leider verloren, aber Stone Cold hat trotzdem einen super Job gemacht. Mit dem Delegator Fokusstoß, aber Fokusstoß gegen ein Voltcore-Team ist halt, oder Volturn-Team ist halt, na, nicht ganz so erfolgreich, ne? Okay, worauf geht der jetzt? Er hat noch 4 Pokémon. Geht auf Hartmut. Mhm.
Wie viel Schaden kriegt ein Ember von dem Ding? Dun, 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 dun. Na, schwierig. Kommt auch an, wie er geskillt ist. Wie viel macht Pixie? Ich glaube, Big Show. Big Show macht hier, glaube ich, immer noch am meisten Profit. Big Show macht hier immer noch am meisten Plus. Wenn ich jetzt einfach gegen Cobalion reinhole, Flammenwurf, Close Combat, werden wir wohl tanken. Und das Cobalion ist ein Problem. Das Cobalion ist halt echt ein Problem. Ich habe eigentlich viele ausgehen das Ding gehabt mit Focus Punch, aber dieser Volt Turn Core, der ist halt... Ach, nervig. Schade ist auch, dass ich Schaden auf meinem Garchomp bekommen habe. Wäre ich da direkt auf Erdbeben gegangen, hätte ich das Victini rausnehmen können. Schade. Ah, gegen Volturn. Das sind halt Coinflips, Leute, wirklich. Das hat man am Anfang gemerkt. Ich habe am Anfang alle Coinflips gewonnen. Jetzt sieht es halt ein bisschen schlechter aus für uns. Jetzt müssen wir deswegen auch ein bisschen, oder jetzt strugglen wir deswegen auch ein bisschen. Bolt kommt, ja, okay, er sackt das Ding. Das ist okay. Ich meine, das bringt ihm eh nichts. Hat auch keinen Sleep-Turn verbrannt. Wir kriegen aber das Ding auf jeden Fall jetzt auch erstmal raus. Hat er keinen Flareblitz auf seinem Fletchländer? Hat er keinen Flareblitz drauf? Okay. Also spielt er nur Brave Bird. Okay. Wir sind jetzt auch bei minus 1, was ärgerlich ist. Könnte noch echt tough werden. Ich habe zwar noch die Barbiri-Beere, aber er hat Eisenschädel auf seinem Kobalium. Deswegen fühle ich mich da nicht ganz so safe. Er geht auf Fletchländer. Hat er Roost im Set? Könnt mir doch jetzt nicht erzählen, dass er den Roost im Set hat, oder? Fletchländer. Wait. Fletchländer. Das Ding hat doch niemals Roost im Set, oder? Ich bin Modest. Muss hier mal eben fix mein Set eingeben. Flamethrower. Superpower. Sucker Punch. Hidden Power Ice. Schon mal minus 1. Und Flamethrower ist sogar immer noch ziemlich gut. Ja. Ich gehe straight auf Flamethrower. Schade, ich hätte hier auf Sucker Punch gehen können. Ich glaube, Sucker Punch hätte nicht ausgereicht. Guck nochmal, Sucker Punch hätte hier, glaube ich, tatsächlich nicht ausgereicht. Schade. Okay. Zeit in Chomp zu gehen. Ich glaube, das mit der Matschbombe, das macht es jetzt echt noch aus. Und das geht mir echt gehörig auf die Nerven. Drachenklaue Erdbeben, Drachenklaue Erdbeben. Einfach die Klauen das Ding rausnehmen. Naja, sollten wir tanken. Das Fletchländer ist raus. Mann, das mit der Matschbombe geht mir so auf den Nerv. Das wäre so wichtig gewesen, ne? Die Matschbombe. Und ich habe sie nicht drauf. Das heißt, ich hätte mit der Matschbombe das One-on-One gegen dieses Fletchländer gewonnen.
Es wird jetzt nochmal mega spannend. Es wird jetzt nochmal mega spannend, Alter. Wie Schaden hätte Matschbombe gemacht? Ich war mir sicher, ich habe die Matschbombe drauf. Die hätte 50% gemacht. Wow, ich hätte das mal One-on-One gewonnen. Fuck. Fuck me, man. Hm. Yo, Erdbeben. Geht auf Close Combat. Eisenschädel. Das wird echt noch extrem eng. Ich meine, wenn ich Matschbombe drauf hätte. Mega sick. Was ist überhaupt der letzte Move auf Hartmut? Hartmut, so. Ich habe jetzt so viel sacken müssen wie das verkackte Cobalion, ne? Das Cobalion ist so gut gegen mein Team. Gut, Eisenschädel, das Ding kriegt also nochmal Schaden drauf. Ja, Speaksy ist meine Win-Condition. Speaksy darf ich nicht rausboxen. Deswegen muss Buzzy jetzt raus. Kann nochmal was schlafen schicken. Buzzy ist so gut in der GPL, Leute. Buzzy macht so einen hervorragenden Job, ne? Vielleicht kommt hier die HP-Fire doch nochmal ganz gut. Das Ding schläft jetzt. Oh shit, man. Oh shit. Ich kann jetzt leider ohne Matschbombe nichts gegen das Ding machen. Deswegen gehe ich auf Doom. Mein Pixie. Er geht aber auch raus. Das ist interessant. Clefable. Er hat wahrscheinlich die Matschbombe predicted, die ich leider nicht im Set führe. Hätte ich eigentlich auch predicten können. Egal. Cobalion. Gehen wir von einem offensiven Cobalion aus. Iron Head macht viel Schaden. Flamethrower aber auch. Ich habe die Barbiri-Beere. Vielleicht weiß er das. Ich gehe einfach auf den Flammenwurf. Don't you dare, boy. Don't you dare. Das hatten wir am letzten Spieltag schon mal. Yes. Flammenwurf kommt durch. Hatte er aber auch die Feuerbeere drauf. Ockerberry. Nope. Aber er ist in einer guten Range. Ich brauche Pixie auf jeden Fall für Hydreigon. Deswegen gehe ich hier mit Pixie nochmal raus. Wir sind hier ziemlich gut dabei. Ja, ist okay. Also zu normaler Lucian haben wir das Match jetzt gewonnen. Scobalion, Leute. Scobalion macht so große Probleme. Scobalion. So große Probleme. Okay, geht raus. Muss er eigentlich. Dann muss er ja auch. Geht auf Hydra. Hat das Ding Flashcannon drauf? Das war ein Crit. Ah, ist aber eigentlich egal gewesen. Wie gesagt, das Ding kann die Flash Cannon drauf haben. Warte, ich kann das Ding nicht schreiben. Hydreigon. Ich gehe immer noch von einem Choice Scarf aus. Ein Sleep Turn hat er auf jeden Fall noch drin. Flash Cannon. Wie macht Flash Cannon? Das will ich wissen. Ja, tanken wir. Was ist, wenn der Specs ist? Ich weiß nicht, ich muss aber hier raus. Geht der wieder raus? Er geht wieder raus. Nicht schlecht. Ja, ich will da aber eigentlich auch jetzt gerade gar nichts. Das ist jetzt voll das komische Hin- und Her-Gewechsel. Wo wir aber Profit sehen. Ich muss jetzt mal gucken. Choice.
Joyspecs Flame Flash Cannon tanken wir auch noch. Nee, ich darf hier nichts riskieren. Einfach wieder raus auf Buzzy. Weil, wie gesagt, wir haben den Vorteil. Wir haben gerade den Vorteil. Scobalion wird von jedem meiner Hits besiegt mit einem Schlag. Warturn, Schwertanz. Ja, ist okay. Ja, wenn ihr jetzt flincht. Da ist er ein Sack. Deswegen hör auf. Quark es nicht. Okay. Flinch nicht. Das heißt, wir sind hier gut dabei. Das war sogar noch ein Crit. Basi liebt es mit Gigas aber zu critten. Also die ganzen Flinches von letzter Woche, die sind hier anscheinend wieder vergeben und vergessen. Finde ich gut. Er macht es aber gut. Er predigt super. Er predigt super. Das muss ich an der Stelle sagen. Er macht das wirklich sehr gut. Aber wie gesagt, Specs, Dingens überleben wir eigentlich. Deswegen raus auf Boom. Auf die Fee. Ich spiele gerade ultra safe am Ende, ich weiß. Aber wir sind in einer Situation, wir müssen nicht predikten. Das Einzige, womit wir jetzt noch geschlagen werden können, ist Hex. Wie gesagt, Choice Specs, Flash Cannon. Okay, wenn er mäßig ist. Modest. Wenn er mäßig ist. Kann er uns besiegen. Oder? Wenn er mäßig ist, ist es ein Roll. Aber eigentlich müsste es jetzt das gewesen sein. Er wacht auf. Hat die Finsteraura, okay. Wir müssen also nochmal tot flinchen. And no flinch was given that day, Leute. Wir gewinnen! Mal wieder ein sehr, sehr knappes Spiel. Dank Immungus teilweise. Das war auf jeden Fall ein krasses Game. Er hat am Ende ultra gut predicted. Ich habe aber, wie gesagt, das Problem gehabt, ich habe die Sludge Bomb nicht dabei gehabt. Wenn ich die Sludge Bomb auf meinem Immungus dabei gehabt hätte, wie ich es eigentlich geplant habe, genau wie der Abschlag auf meinem Empoleon, der eigentlich nicht hätte drauf sein sollen, sondern Eisstrahl, dann wären wir hier sowieso ziemlich gut dabei gewesen. Und, weiß nicht, Double Spore hat uns gerettet. Double Spore, ohne Witz, sollte man nicht vernachlässigen. Pilzspore, damit rechnen viele. Mit den Stachelsporen aber nicht so viele. Und das ist halt ultra gut. Wir haben gesehen, Stachelspore hat Victini komplett rausgenommen. Ich habe da ein bisschen overpredicted, ich hätte einfach auf Erdbeben gehen können, Victini rausgenommen. Habe ich nicht gemacht, aber trotzdem okay. Wir haben 2:0 gewonnen, GG, well played an den lieben Mindtube. Das war ein super Game. Ich glaube, das war wieder spannend wie sonst was. Wir sind auf jeden Fall wieder, ich glaube, safe Dritter. Ja, wir müssen auf jeden Fall Dritter sein oder vielleicht sind wir auch abgerutscht. Aber wir sind auf jeden Fall wieder oben dabei. Kleines Feedback zu diesem Spiel. Was ich mir vorwerfen kann, ist, dass ich am Ende vielleicht bisschen zu defensiv gespielt habe. Ich habe doch ein bisschen zu defensiv gespielt, bisschen zu passiv, aber das kann man mal nicht verübeln. Ich meine, wie hätte ich das Spiel am Ende noch verlieren können, wenn ich... Bitte nicht herausfordern, danke. Wie hätte das Spiel am Ende noch verlieren können, richtig, indem ich hier gehext werde. Und gegen Hex kannst du nichts machen. Um Hex rum spielen, tue ich sowieso nicht. Es sei denn, es ist halt wirklich safe, dass wenn du rumspielst, dass du halt safe den Win hast, dann schon. Aber hier in der Situation konnten wir uns das nicht leisten. Mindtube hat halt ein extrem gefährliches Team gehabt. Wir haben uns aber trotzdem gut geschlagen. Und nochmal Props an ihn. Schaut auf jeden Fall bei ihm auch noch den Kampf an. Er hat super predicted, vor allem gegen Ende hin, als er predicten musste. Am Anfang leicht reingeschissen, da haben wir ihn die Coinflips gewonnen. Aber Voltron, das ist Pokémon. Ja. Leute, Glorious Emperors, wenn euch der Kampf gefallen hat, Daumen nach oben ist immer wieder gerne gesehen. Und ansonsten haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao. Euer Rigi, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann geht's, glaube ich, ran gegen Lukas von Art and Gaming, ehemals Grafikone, der mir meinen Mega Glurak X stibitzt hat. Und mit dem habe ich auch noch eine Rechnung offen. Leute, haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig. Ich wünsche euch noch eine schöne GPL-Woche, schönen GPL-Sonntag. Euer Rigi, haut rein.